Hallo! Hallo! Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Review, ja, slash Let's Play hier bei Hunter und Kron. Heute mit Burg Flatterstein, erschienen bei 3 Magierspiele. Der Autor ist Guido Hoffmann und ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler, ab 6 Jahre und dauert so 15 bis 25 Minuten. Richtig? Habe ich alles richtig gesagt? Sehr gut, wir bauen erstmal auf, oder? Wir bauen erstmal auf. Du bist blau, dann bin ich grün. Ja. Ja, die Bauern brauchen wir dann gar nicht. Und zweit, da oben fehlt noch das letzte Stück, wo man dann ganz am Ende hochklettern muss. Genau, und das ist auch das Ziel natürlich. Wir fangen hier unten im Burghof an, ja, und wir wollen hier den Weg entlang laufen, hier hoch. Ja. Das geht hier einmal durch den Burghof, hier durch und dann hier eben die Treppe entlang hoch. Und wer zuerst hier oben angekommen ist, der hat das Spiel gewonnen. Das Interessante ist allerdings, also es ist ein Laufspiel, aber das Interessante ist, wie wir uns vorwärts bewegen, indem wir Fledermäuse in die Burg reinschießen, oder? Und je nachdem, wo die Fledermäuse landen, dürfen wir dann unterschiedlich viele Felder laufen. Wenn außer die ich. Genau, du darfst gleich anfangen. Ja. Wenn die Fledermäuse irgendwo auf dem Burghof landen, dürfen wir ein Feld weit laufen. Wenn die hier auf der Burg irgendwo landen, dürfen wir 2 Felder weit laufen. Und wenn die sogar durch ein Fenster durchfliegen, dann dürfen wir 3 Felder weit laufen. So wie alt ich bin. Okay, und los geht's. Ui, fast durchs Fenster, aber sie ist hier in der Ecke von der Burg gelandet, also darfst du ein Feld weit laufen. Soll ich für dich laufen? Ja. Oh, auch nur im Burghof, aber jetzt überhüpfe ich dich und komme vor dich. Weil besetzte Felder werden nicht mitgezählt, also überspringe ich dich und bin mit einem Schritt vor dich gekommen. Und es gibt nachher hier noch so Brücken, so Löcher. Da kann man nicht mit einem Einzelschritt drüber. Da muss man also mindestens die Burg treffen oder durch ein Fenster fliegen, um über die Brücke drüber zu kommen, richtig? So, dein Katapult ist wieder geladen und du bist dran. Oh, das ist jetzt ganz vorbei geflogen, ganz an der Burg vorbei. Oh. Dann darfst du leider gar nicht. So, dann bin ich dran. Ich lade auch mein Katapult mit der Fledermaus. Kann man natürlich, wo man die da hinlegt aufs Katapult, ist einem selbst überlassen. Auch das Katapult kann man natürlich ein bisschen bewegen hier. Hm, mal gucken. Ah, wieder nur 1. Oh, guck mal, da hängt sie am Fenster. 2 Schritte darfst du laufen. Lustig. Dann kommst du, kommst du bis dahin. Oh, bin ich vorhin aus Versehen mit dir gelaufen? Nee, du kannst ja nicht da drüber hüpfen. Ich glaube, ich bin vorhin aus Versehen mit dir gelaufen, oder? Ja. Wo du daneben geschossen hast. So, jetzt darfst du 2 laufen. Dann bist du nämlich hier. Papa. Ja? Jetzt bist du direkt vor der Brücke. Oh, jetzt ist die Fledermaus in den Burggraben reingefallen und da darf ich so ein Gespensterblättchen ziehen. Jetzt habe ich eins gezogen, da habe ich einen Doppelzug. Das kann ich irgendwann abgeben und dann darf ich 2 Fledermäuse hintereinander schießen. Ja? Oh Mann. Viel Glück, du musst jetzt nämlich über dieses... Aber ich muss doch noch meine Batman-Sachen anziehen. Deine Batman-Sachen. Das mache ich das nächste Mal. Ja, beim nächsten Mal. So, jetzt musst du über das Loch im Burggraben kommen. Das heißt, du brauchst mindestens einen 2er-Schritt. Jetzt hast du 1, aber du kommst halt nicht über das Loch drüber. Gemein, oder? Papa, fast. Fast, ja. Jetzt mal gucken, ob wir mal schaffen, durch so ein Fenster zu schießen. Fast. Ich bin schon wieder in den Burggraben. Aber ich gebe mein Doppelblättchen ab. Jetzt kriege ich ja schon wieder ein neues. Was habe ich hier für 1? Da darf ich nämlich 1 Schritt extra weit laufen, wenn ich treffe. Plus 1 Schritt. Und ich habe mein Doppelzugblättchen abgegeben. Das heißt, warte, ich darf nochmal eine 2. Fledermaus schießen. Danke. Oh, ganz knapp. Ich hätte fast durchs Fenster getroffen. Oh, fast. Wieder nur 1 Schritt und du brauchst ja einen 2er Schritt, um über dieses Loch drüber zu kommen von der Brücke. Oh, ganz knapp. Ich kann auch nicht mit einem 1er Schritt laufen, weißt du? Dann würde ich auch ins Loch von der Brücke fahren. Danke. Ah, fast. Das gibt's doch nicht. Ganz knapp. Ja, ich bin durchs Fenster durchgeschossen, hast du gesehen? Durch das da durchgeflogen. 3 Schritte. Achtung, 3. Ich bin grün. Also, 1, 2, 3. Und dann gebe ich noch mein Blättchen ab mit dem Extra-Schritt. Und laufe nochmal 1. Oh, die wäre fast da hängen geblieben. Oh. Bitte schön. Hast du gesehen? Ich bin wieder durchs Fenster da durchgeflogen. Meine. Jetzt hatte ich ja Glück. 1, 2, 3. Jetzt habe ich es nämlich über die 2. Brücke geschafft. Fast.
Ah, du liegst auf dem Fenster, nicht fast. Du liegst auf dem Fenster, du darfst zwei. Fast drei, aber immerhin zwei. Halt, du darfst laufen, zwei Schritte. Du kommst über das Loch drüber. Ja, die erste Brücke ist geschafft. Oh, bin durchs Fenster geflogen. Super, Papa. Drei Schritte wieder. Hast du super gemacht. Du bist wieder dran? Jetzt musst du bis zur nächsten Brücke. Ja, darfst du aber auch eins laufen, bis du den Burghof gelandet hast. Was ist jetzt? Darfst du eins weiterlaufen. Wie weit habe ich denn noch die Sachen? Jetzt habe ich natürlich einen Vorsprung, ganz schön gemein. Oh, ein Schritt darf ich. Oh, das war aber fest. Über die Burg. Gibt es leider auch keine Punkte. Ah, im Burghof gelandet. Papa. Eins. Nicht zu fest, weil guck mal, du kriegst jetzt auch was für ein Eins. Du kannst auch eins laufen. Ein Schritt, noch ein Feld von der Burg weg. Von der nächsten Brücke, meine ich, mit dem nächsten Loch. Oh, jetzt bin ich auch über die Burg drüber. Fledermaus, Katapultkiller. Oh, wo die hängt. Jetzt darfst du zwei Schritte laufen. Das ist ja Duell. Eins, zwei. Das habe ich aber du gemacht, oder? Papa. Ich habe dich jetzt mal über das Loch in der Brücke gelassen, weil du einen Zweiertreffer hattest. Eigentlich hättest du da stehen bleiben müssen, aber weil das so cool war, Papa, oder? Doch mal. Damit du noch eine Chance hast, aufzuholen. Nur eins. Boah, das war wieder fest. Ist sie reingefallen? Ich glaube, die ist reingefallen, oder? Dann darfst du so ein Geisterblättchen ziehen. Oh, jetzt darfst du das Gespenst irgendwo hinsetzen. Das darfst du jetzt, wenn ich dran bin, und ich bin ja jetzt dran, das darfst du jetzt in irgendein Fenster stecken, damit ich da nicht so leicht durchschießen kann. Soll ich es dir kurz geben? Da hinten? Okay. Oh, ich bin da auf dem Fenstersims gelandet. Nein, mach das da wieder weg. Zwei. Ja, bei dir, bei deinem Schuss mach ich es auf jeden Fall weg. Du, einmal. Genau. Ah, das war wieder ein bisschen durchs fest. Fenster. Nee, das ist leider drüber geflogen. Das war ein bisschen zu fest. Ich hab's doch nicht da gesehen. Das ist leider drüber geflogen. Aber ich hab's genau gesehen. Oh, ich bin gleich da. Papa, ich hab es genau gesehen. Nee, es ist hier drüber geflogen. Okay. Über die Burg. Ja! Durchs Fenster durch. Drei Schritte darfst du machen. Guck mal. Eins, zwei, drei. Platz eins. Ja, super. Das war cool. Jetzt war das richtig. Ich hab doch nur zu wenig. So. Aber jetzt muss ich nur noch einen Schritt machen. Dann bin ich da. Aber ich bin in den Burggraben gefallen. Ich darf gar keinen Schritt machen. Jetzt habe ich das. Das hätte dir gut geholfen. Ah, ein Schritt. Da hättest du nämlich bis zur nächsten Figur aufrücken dürfen. Ich bin ja allerdings die erste Figur, das heißt, mir bringt das erstmal gar nichts. Ja, auf dem Burghof gelandet, ein Feld gelaufen, gewonnen. Aber du hast über beide Brücken geschafft mit deinen großen Dreierschritten. Gefällt dir das Spiel gut? Ja. Ah, das war durchs Fenster, oder? Jetzt hast du durchs Fenster getroffen. Was gefällt dir denn gut an dem Spiel? Fledermäuse. Die Fledermäuse? Durchs Fenster schießen. Und das Katapult. Das macht Spaß, da drauf durchs zu hauen. Durchs Fenster schießen, Papa? Ja, das macht Spaß. Hä? Ja. Durchs Fenster schießen macht am meisten Spaß. Ja. Ja? Und gefällt dir irgendwas nicht so gut? Ja. Was denn? Dass ich gewonnen habe? Ja, doch. Was gefällt dir nicht so gut? Fällt dir nichts ein? Doch. Ist ein bisschen. Die Karten. Die Geisterkärtchen findest du nicht so gut? Nein. Okay, kann man auch ohne spielen. Die kann man natürlich auch weglassen. Wow! Jetzt läuft's auf einmal. Jetzt, wo ich da bin, triffst du die ganze Zeit. Tschüss! Tschüss! Du kannst deine Batman-Sachen holen und dann spielen wir noch eine Runde, oder wie? Vielen Dank fürs Zuschauen. Das Kinderspiel hier, Burg Flatterstein von Guido Hoffmann, erschien bei 3 Magierspiele. Ein Fledermaus-Flug-Katapult-Spiel, könnte man sagen. Ein ungewöhnlicher Mechanismus. Hey. Du gehst du deine Batman-Sachen holen. Ja? Dann sag nochmal tschüss. Tschüss. Wir freuen uns über den Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Über Kommentare natürlich. Und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.